freue dich nun auf den zweiten Teil des Livestream-Interviews mit Derek Finke. Viel Spaß dabei. Und ich nehme mal ein Beispiel, da wird gesagt hier, ey, du musst unbedingt eine GmbH gründen nach dem Motto, hast du eine niedrige Besteuerung. Aber jetzt hast du das Beispiel Lebemann. Lebemann heißt, dass einer, der das Geld, was verdient wird, da hat einer meinetwegen 800.000, die er als Gewinn rausnehmen kann aus seiner Firma. Das sagt irgendein Kluger, ey, mach doch eine GmbH, machst den Gehalt und dann hast du 15% Besteuerung, je nachdem, wie die tätig ist, vielleicht 30% Besteuerung, ist besser als ein individueller Steuersatz im Privatbereich. Geile Sache. Nur der Lebemann in dem Beispiel ist der, der braucht die 800.000 nach Steuern netto, weil der gibt das voll aus. Wenn der dann eine GmbH macht mit höheren Rechnungslegungskosten und so weiter, dann ist das zwar, die GmbH als solches gut, aber ist für ihn falsch. Mhm. Weil für ihn bedeutet das nachher weniger Geld in der Tasche zu haben. Ne? Und das sind so Sachen, wo ich sage, nimm da nicht einen Berater, sag, du musst jetzt die Firmenkonstruktion durchführen, sondern der muss sagen immer, passt das überhaupt auf dich? Das ist ein ganz anderer Ansatz. Mhm. Was, wenn ich jetzt zum Genossenschaftsspezialisten gehe, der sagt, okay, wir ziehen jetzt Genossenschaft durch, auf Teufel komm raus. Dann macht er das sicherlich gut, weil er Ahnung von Genossenschaft hat. Aber die Frage ist doch, ist die Genossenschaft für den Mandanten auch die richtige? Mhm. Und das ist, was ich da sehe. Ich habe das eben so formuliert, da wird wieder eine Sau durchs Dorf getrieben. Du musst das machen, das. One fits all nach dem Motto. Mhm. Ne? Das ist die Lösung hoch drei. Muss ich sagen, passt überhaupt nicht. Mhm. Ja, oder also entweder die Nummer, ne, oder es ist nachher ein Sammelsurium, Leute, die einfach sagen, hey, ich spare mir erstmal den Berater, ich mache das irgendwie selber. So, und für sie, für sich genommen, das, was wir jetzt auch gerade hatten, die Einzelbereiche mit dem Notar, mit dem Steuerberater, mit wem auch immer noch, werden für sich genommen auch gute Lösungen entwickelt, die aber in Summe trotzdem nicht gut sind, weil sie für sich genommen zwar okay sind, das ist alles exzellent, aber in Gesamtheit trotzdem nicht die Wirkung erzielen sollen, die man eigentlich beabsichtigt, ne? Ja. Weil auch keiner vom anderen weiß nachher, ne? Also das kann ich gut nachvollziehen. Also wenn man jetzt mal versucht zusammenzufassen in Richtung Unternehmer, was sind die Sachen, die man braucht, dann sind das einmal die Verfügungen. Ja. Was ist das? Patientenverfügung, glaube ich. Ne? Also eine Patientenverfügung kannst du machen, was passiert mit meinem Körper. Ja. Dann eine Vorsorge- und Betreuungsverfügung. Ja. Da geht es darum, was mit meiner Person kann, meine Frau, Partner, Partnerin, mich dann aus dem Krankenhaus in die Betreuung holen, in der Reha holen. Und das Vermögen, was passiert mit meiner Firma, wer kann die dann im Prinzip leiten? Hm. Dann nehme ich einen, der die Vollmacht bekommt, der kann dann die Firmengeschicke leiten. Hm. Das heißt, es können auch verschiedene Personen sein, aber das kann ich in einer so einer Verfügung regeln. Ja, dann. Genau. Okay. Das muss ausdiskutiert werden, wer passt, Vor- und Nachteil und so weiter. Dann macht man auch wieder nicht so, sondern das muss ein bisschen wachsen. Dann hat man da schon mal super Prophylaxe betrieben. Hm. Nächste, verheiratet sein, heißt, das Betriebsvermögen muss geschützt werden, weil eine Scheidung, habe ich eben so schön gesagt, kann man sich vielleicht noch erlauben, bei der zweiten bist du auf jeden Fall pleite. Es kann doch nicht sein, nur weil auf einmal Partner sagt, ich versuche es mal ohne dich, chill mein Süßer, und dann ist im Prinzip im Laufe der Ehe ist im Prinzip das Vermögen von 1 Million auf 5 Millionen gewachsen, also sind 4 Millionen ausgegangen. Das heißt, 2 Millionen gehen zum Partner rüber zum Zeitpunkt der Scheidung. Mhm. Und die 2 Millionen, wie sind die da? Autohäuser meistens nicht in Cash. Das ist alles in Form von Sachwerten, sprich Immobilien etc. Im Wesentlichen Immobilien, ja. Der Bestand an Autos und so weiter, was das Kapital angeht der Firma. Das kann um 2 Millionen raussehen, musst du das verkaufen. Aber das Geld fehlt ja dann. Oder beleihen. Ein bisschen schwierig ist bei Autohäusern. Ja. Das ist ja das Thema. Du, das kannst du ganz easy ausführen. Also wenn du das Problem kennst, arbeitest du mit Erbschaftssteuerversicherung und so weiter. Kannst du wunderbar machen, wenn die richtig gemacht sind. Außerdem der Freibeträge und. Das mache ich auch als Finanzdienstleister. Die richtigen Produkte dafür zu besorgen, damit man diese Flanke abgesichert hat. Mhm. So. Es kann nicht sein, wenn sich Menschen entscheiden, einen getrennten Weg zu gehen, dass das Betriebsvermögen platt ist. Mhm. Weil da ist die Firma dran, da sind die Mitarbeiter dran, die Altersversorgung und so weiter. Nein. Also muss ich einen Ehevertrag machen. Da gilt aber immer Win-Win-Situation. Das heißt, das ist nicht emotional, das ist nicht romantisch zu sagen, hör mal, Liebling, wir heiraten nächste Woche, wir müssen vorher einen Ehevertrag machen. Mhm. Es ist nicht romantisch, aber es geht nicht um Romantik, es geht da wirklich um das Pekuniäre, um das Geld. Du musst sicherstellen, damit, wenn die Wege auseinandergehen, auch beide fair weiterleben können. Mhm. Und ich bin immer ein Fan davon, was ich heute vereinbare, und es kommt Knas, es kommen Probleme auf. Stopp, kein Rosenkrieg, lass mal gucken, was im Vertrag drin steht. Alles klar, wir teilen auf. Wenn das nicht der Fall ist, dann kann natürlich auch getrickst werden. Ja?
Und das ist mal so, wenn ich beispielsweise als Tipp, wenn ich als stärkerer Partner, der das Betriebsvermögen hat, sage, du verziehst jetzt bei Scheidung auf das Betriebsvermögen, das kann ich ausschließen. Ich kann also den Teil meines Vermögens, tue ich ganz weg, den sichere ich, das wissen die meisten Leute nicht, und nur das geht in die Trennung rein, kriegst du das. Da sagt die Frau oder der Mann, der jetzt der schwächere Partner ist, der zu Hause welche Kinder großgezogen hat, warum soll ich das machen? Das stelle ich mir schlechter. Welcher Blöd, wenn ich das mache? Ich gebe was aus der Hand und du lernst dann im Prinzip die vollwuchsige Dreile oder kennen oder den Typen kennen, ja. Und dann bin ich weg vom Fenster, will ich nicht. Das ist keine Win-Win-Situation. Also muss ich ein Äquivalent dem Partner geben, der verzichtet auf dieses Recht. Mhm. Dann baue ich dem eine Altersversorgung auf. Das kann ich aber ausfinanzieren. Das weiß ich heute schon. Was kostet mich das? Und dann ist die Sache safe. Das heißt, heute über Probleme sprechen. Schatzi, was ist, wenn was passiert? Wie wollen wir das regeln? Du musst gut leben können, ich muss gut leben können. Es ist schon schlimm genug, das Emotionale. Wir gehen auseinander, Kinder sind da und. Aber es darf nicht sein, dass auf einmal nur die Rechtsanwälte das Geld verdienen. Weil wenn nichts geregelt ist, wer verdient immer Geld? Die Rechtsanwälte. Aber. Ja. Okay, dann hätten wir das Unternehmen auch. Pleite, Rechtsanwalt reich. Ich sag's mal übertrieben, gibt es ja. Darf nicht sein. Also ein anständiger Ehevertrag, ganz, ganz, ganz wichtig. Mhm. Ja. Dann hätten wir noch das Thema Testament. Ne? Also wenn es tatsächlich um Sterben geht, dann ist das ja das Thema. Ne? Mhm. Also Testament bedeutet, wenn ich versterbe und ich möchte nicht, dass die gesetzliche Erbfolge funktioniert. Gesetzliche Erbfolge heißt, nehmen wir einfach verheiratet, Kinder, bedeutet, du hast nichts schriftlich gemacht, dann verstirbst du, dann wird das, was da ist bei mir, also wenn mir das Unternehmen gehört, meine Konten, die gehen ins Erbe. Hm. Ins Erbe heißt, meine Frau, Partnerin bekommt die Hälfte und die Kinder die andere Hälfte. Sind die Kinder minderjährig, auch spannend, dann darf der Partner, die Partner nicht unbedingt um das Geld bestimmen, nach dem Motto, er ist noch minderjährig, putze den Popo ab, ich wechsle die Windeln. Nee, die müssen gucken, dass das Geld geschützt wird, das gehört nicht den Kindern. Mhm. Und wenn dann Vormund oder Testamentsvollstrecker bestellt wird, dann kannst du über das Geld nicht agieren. Mhm. Aber das kann man das ausschließen? Oder das kannst du ausschließen. Kann man regeln. Ne? Das ist aber regelbar. Ist wieder richtig, regeln. Problem erkannt, dann kannst du es auch dann optimal lösen. Das Geile ist ja, wenn du dich einmal damit beschäftigst und simulierst das durch, dann hast du sehr schnell die Problemfelder, kannst das lösen, dann gehst du wirklich mit deinem mit 8 Airbags durchs Leben. Mhm. Kannst trotzdem versterben, wenn du verunglückst, aber du bist sicherer, safer aufgestellt. Mhm. Mhm. Ja, spannend. Das ist mit dem Sterben. Ne? Und du musst halt als Unternehmer gerade mit dem Autohaus Gedanken drüber machen, wer soll den Betrieb weiterführen? Du darfst keine Erbengemeinschaft haben. Es gibt so einen Spruch von Woody Allen, der hat gesagt, es gibt Schlimmeres als den Tod. Nämlich eine Erbengemeinschaft. Ja, genau. Ey, das ist Hammer, ne? Eine Erbengemeinschaft. Oder du musst überlegen, das ist eine Immobilie, da steht im so ähnlich, der Partner so ähnlich mit 2 minderjährigen Kindern im Grundbuch drin, ja? Im Grundbuch drin, da kannst du die Immobilie nicht so locker veräußern, wenn du lustig bist, ne? Du bist dann schon eine Erbengemeinschaft, unterschiedliche Denkensweisen. Dann nimmst du an, auch wenn die Kinder mal den volljährig sind, das eine studiert in Amerika, das dritte ist in Afrika auf einer Safari. Unterschiedliche Denkensweisen. Du, auf einmal stehst du mit denen im Grundbuch drin. Und normalerweise ist es so, Unternehmer, die ich betreue, die sagen, wenn mir was passiert, erst mein Partner, meine Partnerin soll versorgt. Die Kinder später. Ich muss den Kindern eine Top-Ausbildung machen, sollen Chancen haben zu studieren, sich zu verwirklichen, alles okay. Da ist Geld gut angelegt, aber die Kinder sollen noch nicht zu Lebzeiten schon Geld bekommen, was eigentlich zum Partner gehört. Weil der Partner hält oder Partnerin hält auch dem Unternehmen Rücken frei. Mhm. Ich sage mal, hinter jedem starken Unternehmer oder Unternehmerin ist ein starker Partner in der Hintergrund. Mhm. Weil wenn du da keinen hast, der den Rücken frei hält, du hast Stress, dann macht es keinen Spaß. Ne? Ja, ja, ja. Ja, das kann ich schon nachvollziehen. Ne? Das heißt, wir jetzt haben wir ja ein Stück weit sehr stark über die, ich sag mal, Sterben, Erben hat ja doch irgendwas immer wieder mit Sterben zu tun, also mit dem übelsten aller Fälle, wenn man so möchte. Aber nichtsdestotrotz, du bist ja nicht nur im Bereich, ich sag mal, Vermögenssicherung, also das ist ja sehr stark auf das Thema Sicherung jetzt erstmal abgezielt, sondern auch, ich sag mal, wie nennt man das, Planung? Ja, oder? Vermögensplan, Vermögensaufbau. Da genau. Geht's also das heißt also, ist mal Altersvorsorge im weitesten Sinne, in irgendeiner Form da auch irgendwas zu machen. Also, wenn man es so nimmt, wir machen natürlich auch Produkte von Finanzierung und Gewerbefinanzierung über Investmentfonds, Unternehmensbeteiligung und so weiter, also Aktien, über Versicherungslösungen etc. Das machen wir auch alles mit. Das sind wichtige Produkte aus dem Finanzbereich. Für mich ist ein Produkt immer Mittel zum Zweck, ein Problem zu lösen. Mhm.
sehen wir mal, wir haben ja neue Regierung, die Ampelkoalition, Gott sei Dank nicht rot-rot-grün, da hat man schon gesehen, alle Sorgen, wenn man ein bisschen unternehmerisch denkt. Aber die Ampel, was werden die machen? Durch Corona ist die Verschuldung weltweit hochgegangen. Das heißt, die Staaten bauen alle Knete. Die einzige Einnahmequelle vom Staat sind Steuern. Also kannst du nur an der Steuerschraube drehen. Und Parkgebühren. Und Parkgebühren und Knöllchen. Ich weiß, Bußgelder sind ja höher geworden für Schnellfahren. Ich weiß, es ist alles teurer geworden. Ne? Ja. Also, das heißt, wie gehe ich da vor? Ich muss gucken, dass ich das Geld, was ich anlege, steuerlich so anlege, dass das Finanzamt möglichst wenig Geld bekommt. Ja, du hast hier Aktien, beispielsweise hast du Kapitalertragssteuer 25%, dann hast du Kirchensteuer, Soli oben drauf ist ein bisschen mehr, kommst du was auf 30%, das heißt im Stopp. Hast du Einkünfte oder Vermietung und Verpachtung, sprich du gehst hin und hast eine Immobilie fremd vermietet, hast Mieteinnahmen, Ausgaben, der Gewinn, der Überschuss, der rauskommt, wird zum normalen vollen Steuersatz besteuert. Der kann natürlich bei 40 plus liegen. Ja? Also musst du nie überlegen, in welche Assets investiere ich, wenn du beispielsweise Gold, Silber, Rohstoffe oder auch Edelsteine nimmst, da hast du halt ganz andere Besteuerung, noch ein Jahr steuerfrei, so Geschichten, ja. Da kannst du die Wertzuwächse so mitnehmen. Das heißt, auch in den Aufbau der Kapitalanlagen, die man hat, bin ich immer einer, der guckt, wie kann ich das steuerlich optimieren? Weil 6% vor Steuern können 3% nach Steuern sein. Und manchmal 4% Vorsteuern können auch Nachsteuern 4% sein, je nachdem, wie der Vaterstaat diese Sachen besteuert. Mhm. Das heißt also, ich mache im Prinzip die Anlage einfach, kriege das dann Rendite. Das interessiert mich nicht so sehr, wenn ich das höre, sage, gucken wir mal an, wie wird denn das besteuert. Also nicht nur auf den Bruttoertrag, wenn wir so schauen, sondern auch auf den Nettoertrag. Netto spielt die Musik. Und deshalb ist immer ein Vermögensaufbau zu begucken, wie kann ich im Prinzip mein Vermögen so aufbauen, dass das Finanzamt möglichst wenig abbekommt. Und da hat das mit Strategie zu tun. Auch da plant man Strategie. Ich sage mal, ich gucke mir die Unterlagen meiner Mandanten an, dann sage ich, okay, ich weiß, du hast nur einen Banker als Freund, als Berater, du hast einen Versicherungsvertreter. Das heißt, den du kennst, der macht dich mit seinen Produkten, die er im Koffer hat, voll in Anführungsstrichen. Kann gut sein, muss aber nicht gut sein. Die Leute, die mehr anbieten können, findest du in Deutschland sehr wenig, die praktisch viele Sachen im Koffer haben, sagen, was ist dein Problem? Und ich gucke mal, ob ich das finde, was zu dir passt. Das machen wir, weil wir da unabhängig agieren können. Gibt es einige, die das auf dem Markt machen. Das Gros der Anbieter ist aber so gesteuert, die haben nur bestimmte Sachen im Koffer, dürfen bestimmte Sachen auch nicht anpacken und verkaufen, weil sie die Qualifikation dafür nicht haben oder weil der Arbeitgeber, die Versicherung, die Bank sagt, nee, du darfst das und das verkaufen. Ist am Ende ähnlich wie im Autohandel. Der VW-Händler empfiehlt ja auch nicht den Opel. Ne? Also jetzt mal so ungefähr. So muss man sich vorstellen. Am Ende. Aber dann sollte er wenigstens den besten VW empfehlen. Ob das jetzt gemacht wird, ist auch wieder anders. Ja, genau. Das ist in der Finanzdienstleistungsbranche ein ganz spannendes Thema. Und was die Banker mittlerweile machen, wenn man sieht, die Bankmargen sind zusammengebrochen, die haben damals gutes Geld verdient, indem sie Darlehen verkauft haben. Wenn du heute dir eine Baufinanzierung von 0,9% einkaufst bei der Bank, dann hat die da kaum Verdienstmarge. Die Bank muss das Geld ja auch irgendwo einkaufen, hat einen Einkaufspreis und hat eine Marge in der Differenz, was der Kunde zahlt. Die sind zusammengeschmolzen. Das heißt, die Banken müssen jetzt hingehen, Produkte verkaufen. Und ich höre das immer mehr von meinen Mandanten, die haben dann 1 Million auf dem Konto liegen, ja, durch einen Verkauf und irgendwas. Da ruft der Banker, Herr Meier, Sie müssen, wenn Sie nicht machen, ich bin sauer. Da wird im Prinzip richtig auf den Sack gehauen mit Emotionen. Die, boah, Alter, was ist denn da los? Ne? Das geht richtig ins Eingemachte zum Teil. Ja, die müssen verkaufen. Das sind Verkaufsmaschinen. Der Druck ist groß. Ne? Ja. Die haben Riesendruck, die Banken. Das heißt also nicht der ist der beste Banker, der den Kunden am besten bedient, sondern der in der Rennliste steht ganz oben, der an seinen Kunden von dem Produkt, vielleicht auch das Produkt der Woche am meisten verkauft. Und da muss man sagen, wer da glaubt, im Prinzip ein Angestellter ist der bessere Berater, ein Banker, ein Versicherungsmann, da sollen immer fragen, was hast du gemacht, was verdienst du? Und da kommt ziemlich schnell, ich betreue Leute, das sind Millionäre, die haben viel Geld. Und wenn die zum Banker gehen, der Banker hat 2,5 netto. Ja, und seine Alterssorgung ist ein Bausparvertrag, dann muss man sich überlegen, hat der die Fähigkeit, sich in meine Thematik hineinzuversetzen? Fachlich kann das vermutlich nicht, finanziell kann das erst recht nicht. Also muss ich mir überlegen, wer will mich beraten, was hat der drauf, was hat der für Referenzen, was hat er schon gemacht, wie tritt er auf, wie ist der, wie verdient er sein Geld, ist der frei, macht er das so und so, diese Fragen sollte man seinem Berater stellen, ganz, ganz wichtig.
Ja, ist klar. Beim Thema Vermögensplanung, jetzt sind wir, oder jetzt bist du gerade sehr stark auch auf den Bereich von so steuerlichen Aspekten eingegangen und verschiedene Produkte. Ist das für dich dann noch ein Thema, dass du mit den oder ich sag mal, mit deinen Mandanten sprichst oder die Mandanten zu dir kommen und sagen, hey, keine Ahnung, ich bin jetzt 40, ja, als Beispiel, und bin auf einem guten Weg, ich nenne es mal so. Ne? Ich weiß ja noch nicht genau, was am Ende rauskommt, aber ich will unbedingt mit, was weiß ich, 55 will ich aussteigen und will nicht mehr müssen. Genau, ja. Wie können wir das vermögenstechnisch so planen, dass es irgendwie neben meinem Unternehmen das Geld, was da rausfließt, mir dann eben später auch noch was Gutes tut? Das ist auch ein Thema wahrscheinlich. Ja. Ne? Ein ganz wichtiges Thema. Das heißt, hat einfach mit Strategie, mit Vermögensplanung zu tun. Wann werde ich was aus welchen Quellen bekommen? Wie viel brauche ich? Und kann ich dann davon noch leben? Und was muss ich dafür tun, um diesen Weg zu erzielen? Das ist einfach eine Begleitung. Das mache ich meinen Top-Mandanten, wo wir uns dann immer wieder zu Check-up-Terminen, wie beim Zahnarzt, wo du einmal im Jahr einen Check-up-Termin machst, damit nicht gebohrt werden muss, sondern nur Freude und Spaß hast, normale Zahnreinigung gemacht werden muss. Und der Zahnarzt sagt, hey, alles gut, wunderbar, hast die Zähne schön geputzt, alles schön sauber. Ne? Genau. So kann man es im Vermögensbereich genauso planen. Muss man auch planen. Das heißt, das ist immer, ich sag mal, zusammen setzen, gestalten, Ziele, Wünsche abgleichen, daran arbeiten und die immer wieder gucken, ist das erreicht worden, sind wir auf dem richtigen Weg. Und das sollte auf jeden Fall immer ein guter Berater, Vermögensberater, die dich immer nennen. Das Problem ist immer, es gibt Begrifflichkeiten, Versicherungsexperte, Anlageberater, Unternehmensberater, Finanzberater, Vermögensberater, wie dich, es ist immer so Wahnsinn, verschiedenste Ausbildung. Jetzt sagst du, Holger, was hast du gelernt, wie würdest du dich bezeichnen? Ich bin Diplomkaufmann, habe das noch studiert. Ich habe noch eine Estate-Planner-Ausbildung gemacht, dieses Erben und Schenken. Eine Spezialausbildung habe ich noch hinterher gemacht, ne? Mit Klausuren und mündlicher Prüfung, Arbeitsschreiben, so ein Spökes. Bin im Berufsverband, muss mich da regelmäßig weiterbilden und habe über die Jahre, weil ich über 30 Jahre drin bin, natürlich auf der ganzen Klaviatur der Finanzprodukte auch gelernt zu spielen. Ne? Aber wenn du heute den Job neu machst, hast du schon eine Spezialisierung. Du kannst nur versichern, du kannst nur ein bisschen banken, du kannst nur das. Und dieses Vernetzte, da kommen wir wieder gleiche Thema wie beim Steuerberater, wie beim Notar, Fachidioten, ganz nett, aber es ist immer besser, wenn du vernetzt denken kannst. Immer gucken kannst, wenn ich das mache, was bringt mir das für einen Vorteil? Was ist, wenn ich sterbe, sonst was? Und ich arbeite auch immer damit, wenn Vermögen aufgebaut wird, wer hat denn mehr Vermögen? Nehmen wir mal ein Beispiel. Es gibt sehr extreme Positionen, sind es in älteren Generationen so, Ehe hat es aufgebaut, vielleicht über die Vorfamilie geerbt, da sind schon ein paar Millionen an Vermögen da. Sie kommt mit rein, betreut die Kinder, also führt praktisch das Familienunternehmen, Kind, Staubsauger, Küche, um das mal so zu sagen. Aber nicht despektierlich, ich würde es wollen. Das ist ein ganz wichtiger Job. Und das heißt, sie hat eigentlich gar kein Vermögen, er hat das ganze Vermögen. Jetzt lass mal ihn noch versterben. Die müssen ja nicht mal trennen oder sonst auch so scheiden, brauchen wir gar nicht anzusprechen. Ist natürlich auch ein wichtiges Thema. Jetzt verstirbt er nur. Dann hat er auf einmal 10 Millionen, sie hat gar nichts. Das heißt, er geht 10 Millionen ins Erbe. Hat er schon vorher 5 Millionen auf geschickte Art und Weise übertragen? Du kannst ja Freibeträge ausnutzen und. Du kannst die Familienvilla von 1 Million kannst du steuerfrei an deine Frau verschenken. Übertragen. Geht. Ohne dass der Freibetrag von 500.000 Euro in Angriff genommen worden ist. Ich hau jetzt mal ein paar Zahlen raus. Gehe ich jetzt nicht weiter darauf ein. Und ihr sollt nur hören als Zuhörer, man kann Sachen gestalten, dass ich mögliche Steuern, die anfallen in Form von Sterben beim Tod, ist die Stunde der Wahrheit, O's runterlassen, Finanzamt sagt, was hast du? Aha, wer kriegt es? Und die werden so und so besteuert. Das ist deren Business. Und da wollen die möglichst viel von haben. Unser Job ist auf der anderen Seite zu sagen, hey, die sollen möglichst wenig bekommen, die Kohle soll in der Familie drin bleiben. Also muss man da schon überlegen, kann ich meiner Frau jetzt schon Geld abgeben? Welche Möglichkeiten gibt es? Kann ich den Kindern jetzt schon was abgeben? Ja. Das geht nachher so weit von den Ideen her, die ich aber nur moderiere, anklicke, das muss der Steuerberater umsetzen, wo ich sage, ey, du hast Freibeträge, wenn du ein Kind hast, Schüler, Student und so weiter, die kosten ja auch Geld. Die kannst du vielleicht mit 450 Euro bei dir anstellen, müssen dafür was tun, statt Taschengeld, ein bisschen arbeiten, du hast auch Betriebsausgabe. Was fürs Leben lernen. Ja, lernen was fürs Leben. Na, das kannst du sehr, sehr schön machen. Oder du kannst Kapitalerträge oder Einkünfte aus Vermietung, die du selbst voll besteuern musst, kannst du im Prinzip auf die Kinder übertragen, die einen Freibetrag haben bis 10.000. Das ist die Nullzone, nennt man der Fachsprache. Das heißt, die können im Prinzip 10.000 steuerfrei vereinnahmen. Das heißt, du hättest auf die 10.000 Einnahmen 5.000 Steuern bezahlt. Wenn es den Kindern gibt, haben die 10.000 1:1. Ey, cool, 5.000 mehr in der Tasche. Das heißt, 5.000 mehr in der Tasche, dafür
finanzierst du den Kindern das Studium. Und ich sag mal, der gedankliche Überbau bei dem Thema ist dann zu sagen, das hast du eben so schön gesagt, das Geld lieber in der Familie zu lassen. So ist es, da gehört es doch hin, doch nicht zum Finanzamt. Ja, ja. Genau. Weißt du, das ist immer das Thema, wie kann ich Vermögen bilden? Das Leben ist hart genug. Ich sage mal ganz, ganz kurz, wer zahlt die ganzen Steuern? Das bist du, das bin ich, das seid ihr, die das hört als Unternehmer. Die Top-Unternehmen, die international aufgestellt sind, die können durch Holdingstrukturen, die können da Steuern gut sparen. Oder so wenig an den Füßen, dass sie alimentiert von seinem Vaterstaat, das ist auch keine Gedanken. Mhm. Wir, die in der Mitte sitzen, wir müssen den ganzen Scheiß, sag ich mal, wirklich finanzieren. Mhm. Und das ist doch legitim, dass wir gucken, wir müssen doch auch unsere Alterssorgen aufbauen. Wir müssen doch gucken, dass das weiterläuft. Wir haben die Verantwortung gegenüber Mitarbeitern, gegenüber der Familie etc. Mhm. Das darf man doch nicht vergessen. Mhm. Und da anzusetzen, das ist ein ganz wichtiges Thema. Müsste eigentlich jeder Steuerberater immer sagen, Herr Unternehmer, mir ist aufgefallen, wir müssten und so weiter und so fort. Mhm. Machen von 10 vielleicht 2. Mhm. Meine Erfahrung, ich kenne, warum kann ich das sagen? Weil ich fast jeden Steuerberater meines Mandanten kenne. Warum nur fast? Weil jeder will mich nicht kennenlernen. Es gibt manche, die, nee, will ich nicht. Nee, war noch nie so, was soll ich mit so einem Typen? Will ich nicht. Ne? Ist ja Kompetenzverlust oder so. Es gibt viele Berater, die haben das Thema draußen, weißt du, du hast eine universitäre Ausbildung, was hat der also suggeriert? Sie werden mal, sie wissen alles, sie sind cool. Und wenn du dann nicht gelernt hast, ey, Moment, da habe ich eine Grenze, das kann ich nicht. Ich kenne aber einen, der es kann. Das ist Größe. Das sind die richtigen Intelligenten in meiner Richtung. Die Leute, die dann ein Problem haben, oh, ich kann nicht alles, da habe ich von meinem Selbstbewusstsein Probleme. So Leute, Menschen gibt es ja, die blocken hier alles ab. Ja, und abblocken ist blöd. Jetzt kann man sagen, das ist das Problem des Beraters, des Steuerberaters in dem Beispiel. Aber mittelbar auch des Mandanten. Ne? Oder der genau Mandant. So ist es. Weil wenn du einen Steuerberater hast, der für dich nichts tut, hey, du zahlst die ganze Geschichte. Ne? Das ist dein Geld, um das es geht. Ja. Und da sind sich viele vielleicht nicht im Klaren drüber. Die vertrauen dann darauf, ach, der Steuerberater kann und weiß alles. Ne? Mhm. Ja, spannend. Das heißt, wir haben auf der einen Seite, ich sag mal, Vermögenssicherung, wir haben Vermögensplanung. Habe ich noch was vergessen? Das sind eigentlich die beiden. Vermögensnachfolge. Themen. Vermögensnachfolge das heißt dann wirklich Übertragung an. Genau, übertragen. Das heißt zu Lebzeiten, um etwas auszunutzen, um Geld schon zu verteilen, damit es im Todesfall nicht zu teuer wird. Zu Lebzeiten zu verteilen, damit andere Einkommen, andere aus meiner Familie Einkünfte haben, die niedriger besteuert werden, als wenn ich die Steuer bezahle. Das ist nur schwer, wenn ich der Hauptverdiener bin, habe alles, zahle ich mehr Steuern, als wenn ich einen Teil abgebe an einen, der nichts hat, der zahlt weniger Steuern drauf oder gar keine Steuern drauf. Das muss man ausnutzen. Ne? Mhm. Und dann halt, was ist, wenn ich versterbe? Also erstmal schenken, umverteilen zur Lebzeit, mit warmer Hand geben, wie man das so schön sagt. Oder im Todesfall, wenn der eintritt, sagt der Staat, so, was hast du? Und wer erbt? Und wie geht es ins Erbe rein? Mhm. Und da gibt es Freibeträge. Es gibt vielleicht, das sollte man sich mal merken, die Freibeträge unter Eheleuten, alle 10 Jahre 500.000 Euro. Und das Einfamilienhaus, das saß erstmal steuerfrei rüber. Das heißt, da ist der Villa für 1 Million vorhanden, der Mann verstirbt, kriegt die Frau das Haus für 1 Million, ist zuerst mal steuerfrei, aber wenn die innerhalb der nächsten 10 Jahre nicht drin wohnen bleibt, kann eine Besteuerung stattfinden. Das wissen viele nicht. Also muss man da auch gucken, ob man da mit dem Heim was anderes macht. Ob man es vielleicht vorher verkauft oder sonst was mit Wohnrechten arbeitet. Das ist dann wieder die Frage, wie ist die Lebensplanung in solchen Fällen? Ne? Dass man eben darüber vorher spricht und weiß, worauf man sich einlässt. Lebensplan, das ist im Prinzip zusammensetzen, hey, wer bist du, was willst du, wo willst du hin, was hast du? Und dann kann man daraus eine Planung machen. Und jeder Berater, der das nicht anspricht, steh auf, geh raus, der hat keine Ahnung oder will dir nicht helfen. Der will dir was verkaufen, aber der kann keine maßgeschneiderte Lösung machen. Hm. Ja, spannend. Ja, also jeder Berater muss dich erstmal mit Fragen bohren und sagen, wirklich nochmal, wer bist du, was hast du, was willst du? Gibt es schwarze Schafe in der Familie? Wer soll was bekommen? Wer soll nichts bekommen? Was ist, wenn das passiert? Wie stellst du das vor? Was ist, wenn das passiert? Hm. Und wo willst du hin? Wo willst du am Ende des Lebens sitzen nach dem Mal? Wovon lebst du im Alter? Was ist, wenn du krank wirst, wenn du im großen Weg ist? Wenn du ein Mitgesellschafter, der dich raushebeln will aus der Firma, aus dem Autohaus, was passiert da? Hm. Ganz wichtige Fragen. Wenn das einer nicht anspricht, sag ich mal so, dann hast du vermutlich keinen Experten oder einen, dessen, der an dir interessiert ist, sondern der will irgendwas für sich verkaufen. Hm. Geht nicht, ne? Ja, spannendes Unterfangen. Aber die Dinge wirken ja alle ineinander, ne? Die drei Bereiche wirken ja ineinander. Die kann man eigentlich nicht
Also klar kann man sie auch gedanklich voneinander trennen, aber dann bist du wieder bei dem Thema, nee, komm, dann hast das gehört ja schon. Genau, dann ist, gehört ja doch zusammen. Das ist das Problem. Also ich sag mal, wenn man, es sind zwar drei Begriffe, aber sie arbeiten ineinander und füreinander, idealerweise, damit am Ende auch was Vernünftiges dabei. Also ich versuche mal ein Beispiel aus der Medizin zu machen, da kommt einer zum Arzt, sagt, ich habe Rückenschmerzen. Wenn der Arzt nicht im Prinzip jetzt hingeht und macht eine Anamnese, Diagnose, der wem für ihn anwesend ist, der lässt sich was erzählen, der fühlt, tastet und so weiter, sondern das könnte das sein, macht eine Therapie und verfolgt, ob die Therapie anschlägt oder nicht. Das ist eine Begleitung. So arbeite ich auch. Wenn jetzt aber im Prinzip der Arzt kommt hin, ja, nimm eine Spritze, auch Cortison rein, alles klar. Das ist die Wirkung. Die Ursache kann sein ganz anders. Es kann sein, dass du zum Beispiel ein Nierenproblem hast. Die Niere kann auch Schmerzen machen. Hast du nicht vom Haltungsapparat oder ein muskuläres Thema? Dumm gelaufen. Die Spritze nutzt dir nichts. Kannst nicht sterben. Wenn das nicht erkannt wurde, dass es ein Nierenproblem da ist, shit. Machen Schmerzen, als wenn du Rückenschmerz hättest. So, und das ist im Prinzip, du musst schon einen haben, der wirklich der Röntgenaugen hat, der im Prinzip sich alles anschaut, der nicht reingucken, fühlen kann, wie so ein Pferdeflüster und sagt, okay, jetzt kann man was draus machen, jetzt werden wir das Ganze mal aufbrechen. Okay, spannend. Spannendes Thema, spannend. Macht mir einen riesen Spaß. Ist wie Detektiv spielen. Das glaube ich gerne. Du hast ja, ich sag mal, bei all den Regularien und Zahlen und Fakten und Akten und Verträgen und was du da alles betrachten musst, aber am Ende geht es ja im Wesentlichen schon um den Mensch, der dahinter steht oder die Menschen, die dahinter stehen. Ne? Das ist, glaube ich, der Kern des Aspekts. Genau. Muss man einfach sehen, dass es eben nicht nur so nach dem Motto, schick mal die Akte und dann der Rest passiert dann irgendwo anonym, sondern am Ende hast du es immer damit zu tun, Menschen, hey, ich habe zwar Folgendes festgestellt, aber am Ende müssen wir darüber reden, wie willst du das, wie fühlst du dich dabei, wie willst du das? Die Familie, die Firma muss im Fokus stehen und die ganzen Akten ist nur eine Dokumentation, wie das Ganze gerade so aussieht. Ne? So ein Mittel zum Zweck in dem Fall. Ne? Genau. Ja. Ja, spannend, Holger. Mhm. Wenn jetzt zum Beispiel jemand auf den Geschmack kommt und sagt, Mensch, interessiert mich, würde ich gerne mehr darüber wissen. Ja. Wie kann man, auf der einen Seite, wie kann man dich erreichen? Auf der anderen Seite vielleicht noch ein Hinweis zu deinem Podcast. Mhm. Sprich doch dazu nochmal. Du hast ja in relativ kurzer Zeit richtig viele Folgen rausgehauen mit viel Themen. Mhm. Hast ja auch viele andere in deinem Podcast als Gäste, die auch völlig andere Themen teilweise haben oder die teilweise mit deinen Themen harmonieren oder zu tun haben. Wie läuft das? Wo ist da so die Zielrichtung? Was sind so die Themen, die ihr dabei hat? Okay. Also vor 2 Jahren, ich habe das Thema, ich bin sehr spezialisiert arbeitend. Mich findest du eigentlich nicht auf dem Telefonbuch oder googelst mal und findest einen Holger Nentwig. Mhm. Weil das, was ich mache, diese Breite der Ausbildung haben sehr, sehr wenige Leute in Deutschland, was sehr speziell ist. Mhm. Ne? Dieses sehr, so das Helikopter und diesen großen Überblick zu haben. Also war das Thema, ich scheitere nicht an meinen Mitbewerbern, sondern an meiner Unbekanntheit. Ich gehe auf Seminare, bilde mich weiter. Den Satz hatte ich mal gehört, genau das ist es. Ne? Geile Themen drauf, richtig was zu erzählen, aber ich bin über Steuerberater weiterempfohlen worden, nur zufriedene Kunden und so weiter. Manchmal ist aber so, zufriedene Kunden wollen mich nicht ihren Kumpels weiterempfehlen, die halten mich dann lieber exklusiv nach dem Motto. Ne? Manche Menschen sind so. Und also habe ich mir überlegt, wie kannst du das verbessern? Bin ich auf das Thema Podcast gestoßen. Und, och, das ist eigentlich eine coole Sache. Ich rede lieber, als ich schreibe. Du merkst mit M und S, so wie ich jetzt erzähle, so bin ich am Termin. Du hast mich ja als rheinische Frohnatur vorgestellt. Genau. Ich lache auch gerne mit meinem Mandanten. Das ist auf deinen Seite ein ernstes Thema, aber um Gottes Willen. Aber wir wollen ja nicht jetzt schon sterben. Ne? Ja, eben. Genau so ist es. Ne? Und deshalb versuche ich das mal ein bisschen lustig zu machen, aber trotzdem mit dem ernsten Hintergrund, mit der Fähigkeit, das optimal zu machen. Also ich dachte, hey, Podcast ist eine coole Sache. Und dann habe ich vor 2 Jahren, im März 2019, habe ich den ersten Podcast aufgelegt, mache pro Woche 2 Folgen, habe jetzt... Wir machen das jetzt hier im November. Was haben wir heute? 8. November, wo das Ganze aufnehmen? Dezember. Bald Weihnachten. 8. Dezember habe ich jetzt 280 Folgen rausgehauen. Die Folgen sind so aufgebaut, ich mache Eigencontent. Eigencontent, ich erzähle, du willst Immobilie kaufen, bist du zu alt, wie kommst du an Geld, wie machst du Bankgespräche, wie baust du Vermögen auf, ich mache Probesterben, Probescheidung, erzähle solche Themen. Was ich jetzt im Prinzip angerissen habe, erzähle ich ein bisschen mehr, dezidierter. Das mache ich als Eigencontent. Ich hole mir Experten dazu, ich interviewe Steuerberater, Rechtsanwälte, Notar auch schon interviewt. Das heißt, damit diese Themen, die ich jetzt hier kurz angesprochen habe, gehen wir schon ein bisschen dezidierter. Mhm. Und dadurch haben meine Mandanten den Vorteil, sie können sich schon mal ein bisschen einhören.
Sie können dann sagen, ach, das ist ein Thema, spreche doch meine Berater mal drauf an, mhm, oder spreche den Holger Nentwich mal an, komm mal zu mir. Und ich habe im Prinzip auch schon, wenn du es so willst, vom Zeitaufwand den ersten Termin mir gespart. Das ist der nullte Termin. Der nullte Termin heißt in der Sprache, den ich im Podcast angehört habe zum Thema Probesterben. Der hat mich schon kennengelernt von meiner Stimme her. Jetzt passt das Ganze. Das Thema, ne? Passt der Humor von dem Typen oder finde ich, genau, den blöd? Das ist auch okay. Aber wenn er sagt, ja, höre ich mir mal an, dann hat er schon ein bisschen Vorahnung, mhm, und kann dann sagen, ne, jetzt setzen wir mal zusammen, ich habe das gehört. Das und das ist mir aufgefallen, das und das. Das heißt, ich habe schon ein qualifizierteres Gespräch. Als Abfallprodukt natürlich werde ich bekannter. Ich habe Leute, die folgen mir. Ich weiß gar nicht, dass sie mir folgen. Lauf irgendwo rum. Ey, cool, was da machst du? Was machst du denn? Ja, ein Podcast. Wow, toll, habe ich mir angehört und so weiter. Kenne ich auch alles. Also ist auch, ist auch ein tolles Medium. Das ist mein Baby, macht mir Spaß. Ich habe angefangen mit YouTube-Videos. Ist zeitaufwendiger, hat mir nicht so viel Spaß gemacht. Und Podcast, hammermäßig, du holst das Ding aufs Ohr, du hörst eine halbe Stunde, was du sitzt im Auto, im Bus, Bahn oder sonst was, in zwei Terminen, eine halbe Stunde kannst du immer gut anhören. Mhm. Wenn nicht, drückst du auf Knöpfe, du musst nicht visuell dann auch mit dabei sein. So lässt sich berauschen, kannst immer wieder anhören. Und meine Podcast-Hörer sind, sagen wir mal, sehr gut verdienende oder Leute, die gut verdienen wollen, die sich mit solchen Themen beschäftigen und sagen, oh, ist auf eine nette, ruhige, lustige, manchmal eine flapsige Art und Weise was dargestellt. Hm. Finde ich cool, frag mal meinen Berater, ich kann damit arbeiten. Hm. Und dann nehme ich aber auch andere Leute dazu. Ich habe mal einen LinkedIn-Experten mit dabei gehabt, ja, oder eine, die sagen wir mal, mit Energiearbeit, Unternehmen, wie Unternehmer energiereicher arbeiten können, damit sie kein Burnout kriegen, auch so ein Thema schon mhm mit dabei gehabt. Also auch ganz andere Themen nehme ich mit dazu. Der eine, der ein Unternehmen aufgebaut hat, der im Prinzip, immer die Story, Unternehmer hat nicht immer so eine Kurve, dass nach oben geht, eine gerade und nur durch die Decke geht, einen Erfolg hat. Er wird nur reicher. Er wird nur reicher, sondern jeder Erfolgreiche hat vorher Jahre, harte Arbeitsjahre gehabt, Tränen, Lachen, Freude und sonst was in der Richtung gehabt. Und dann kam die Nacht, über die er dann berühmt, bekannt und reich geworden ist. Ne? Aber da waren vorher 30 Jahre harte Arbeit oder 20 oder 10 Jahre. Ne? Also und drei Fast-Insolvenzen. Genau. Was, ne? Vier Scheidungen, was das ich, Kind verstorben, Frau verstorben, Mann verstorben. Da gibt es Schicksal, Wahnsinn. Und das finde ich toll, Unternehmer zu interviewen. Und dann zu hören, wie haben die es geschafft, welche Probleme hatten die. Und jeder gute Unternehmer, der ist nicht ein guter Unternehmer, weil er nur Erfolg hat, sondern weil er von vornherein schon mal ein paar Misserfolge durch Prophylaxe gar nicht aufkommen lässt. Und wenn ein Problem da ist, hat er die Fähigkeit, sofort zu reagieren. Das ist wie ein Schnellboot. Ein Schnellboot, ein Joystick, kannst du sofort umlegen und kannst eine neue Richtung einnehmen. Und das ist im Prinzip das schöne Bild dafür. Unternehmer, der heißt Unternehmer, weil er etwas unternimmt. Mhm. Auch in Krisensituationen. Dass wenn du Corona jetzt zurückblickst, beispielsweise in anderthalb, in eineinhalb Jahren, es gibt Leute, ach, der Staat muss, die Politik muss und die müssen, ich brauche Zuschüsse und sonst was. Die haben gesagt, du, Scheißsituation finde ich nicht gut. Wie kann ich durch Veränderung etwas bewirken? Und da gibt es Leute, die haben richtig Kohle verdient in der Zeit. Mhm. Andere haben das vielleicht noch halten können, aus Gewohnheit, weil sie treue Kunden haben. Andere sind fast vor der Pleite, sind pleite gegangen. Mhm. Das sind ganz unterschiedliche Schicksale. Das finde ich spannend, solche Leute zu interviewen, mhm, deren Storys zu hören, weil du lernst natürlich auch aus anderen Leuten tun und nicht tun. Das finde ich hochspannend. Mhm. Und das mache ich in meinem Podcast. Der heißt übrigens, lass dich nicht abzocken, ein bisschen Bildzeitungsniveau, so ein bisschen plakativ. Das ist die Überschrift, ne? Das ist die Überschrift. Ja, irgendwie muss der die Leute ja kriegen, ne? Ja, ist auch wichtig, weil es wird ja viel in den Bereichen abgezockt. Ja, mhm, wenn du sagst Finanzdienstleistung, dann ist im Prinzip Guten Tag, Politiker, mein Name ist Finanzdienstleister. Ja, sowas in der Richtung, ist alles negativ. Mhm. Ja, es gibt in jeder Branche gibt's so eine. Es gibt Zone und welche, die lernst du am besten nicht kennen. Du, haben wir ja im Marketing ganz genauso. Ne? Also, ist überall, schau dir das auf LinkedIn an, wo du regelmäßig irgendwo Leute hast, die auf Deutsch gesagt über Nacht reich werden. Ich helfe dir, Millionär zu werden. Steht nicht immer wörtlich da, aber wenn du den Text liest, dann ist das, dass du es darunter verstehen sollst. Ja, ja. So. Das ist ja in genau mein Konzept, in der Woche bist du Multimillionär. Da denke ich mir, oh, Alter. genau. Nee, aber ich sag mal, das hast du überall. Ne? Also von daher ist ja, ist ja nachvollziehbar. Das heißt aber, der seriöse Untertitel heißt Finanzen lernen, planen, leben. Mhm. Das ist auch wieder so Lernen, Planen, Leben. Das heißt, wir haben in Deutschland das Problem, Finanzen lernt man nicht. Habe ich im Studium nicht gelernt, du vermutlich im Studium nicht gelernt. Das lernst du vielleicht später im Job, in der Schule lernst du es sowieso nicht. Nee. Ja? Und auch Planen, das hat alles mit Planung zu tun. Finanzplanung,
ist Lebensplanung und Lebensplanung ist Finanzplanung. Mhm. Ich kann nicht leben, ohne mir über Geld Gedanken zu machen. Jetzt hast du als super esoterisch angehaucht, Leute. Ja, ich mache mit Geld aber nichts oder bin ich so weit von weg von dem Thema. Ne? Genau, weil ich habe nämlich genug. Ja, genau. Gerade die haben es meistens nicht. Das ist okay. Weil es gibt auch interessante Stories. Leute, die richtig viele Millionen Gamelan gemacht haben, die werden auf einmal so, dass sie im Prinzip umsagen können, gehen dann in einen ganz anderen Bereich spenden, aber die haben vorher voll Gas gegeben. Ne? Mhm. Die Leute, die von vorne sagen, ja, brauche ich nicht, die haben meistens ist das, die wollen über das eigene, ich sag mal, progressiv über das eigene Versagen hinwegtäuschen. Ich brauche kein Geld, was, dann brauche ich mir auch nichts rechtfertigen, warum ich kein Geld habe und erfolgreich bin. Aber es ist ein anderes Thema jetzt. Ja. Den Podcast findet man vermutlich bei Apple, denke ich mal, bei Spotify. Bei Apple, Spotify, gib einfach den Namen Holger Nentwig ein, dann findest du sofort, dann ist mittlerweile dadurch ganz gut, die Bekanntheit ist gestiegen durch den Podcast, da wirst du mehr gefunden und so weiter. Und wie gesagt, es sind tolle Themen drin. Bei LinkedIn bist du auch zu finden. Bei LinkedIn, immer bei LinkedIn, Facebook und Instagram, da poste ich auch ein neuer Podcast demnächst. Das heißt, auch diese Tonspur hier von dem, was der Derek aufzeichnet, da werde ich meinen Podcast reinnehmen, wo ich sage, hey, ich war beim Derek zu Gast und so weiter, gibt es meine Community auch. Und damit die das auch hören kann. Im Rahmen meiner Vermögenssicherung habe ich hier die Tonspur dann zur Verfügung. Genau. genau. Ja. Okay, alles klar. Also geht das, ne? Und ich meine, da ist, glaube ich, auch meine Telefonnummer, da kann mir auch gerne eine WhatsApp schicken. Ich mache grundsätzlich so. Du arbeitest ja bundesweit, ne? Genau. Ich arbeite bundesweit, Zoom geht das eh mittlerweile sehr gut. Mhm. Und ich mache das immer so, kurzen Kennenlerntermin, man muss sich beschnuppern, ob der Mandant mit mir Lust hat, aber auch, ob ich Lust mit dem habe, ist wichtig, weil wir gehen einen Weg zusammen und so wie ich arbeite, habt ihr bestimmt gehört, ich weiß ja fast alles vom Mandanten. Mhm. Ich weiß in der Regel fast mehr als der Steuerberater und vielleicht manchmal mehr als Finanzamt, wenn ich wissen sollte. Das Vertrauen ist Grundvoraussetzung, damit man einen Weg gehen kann. Mhm. Und ich merke, wenn einer beratungsresistent ist, es gibt Leute, die mögen mich nicht und die passen nicht zu mir. Ist vollkommen okay. Ja. Gottes Willen. Muss man ich ja brauche die auch nicht. Wichtig ist immer, dadurch, dass ich für den Mann etwas bewegen will, das muss passen. Weil wir einen Weg gehen. Und ich sage auch sehr oft, ich bin eine Art Sparringspartner. Und Sparringspartner heißt, ich sage meinem Mandanten auch mal unbequeme Sachen. Dafür kauft er mich ein. Ich rede ihm nicht nach dem Mund. Ich bin nicht ein feinfühliger, alles super und sonst. Und ich sehe im Prinzip am nächsten Knall da zusammen. Ne? Ja. Also mein Job ist es dann noch zu sagen, hör mal, dann ist gut und dann ist nicht gut. Ja. Und gegenhalten halt. Ne? Das ist wichtig. Ne? Das schätzen auch die zufriedenen Mandanten, die mit mir gerne zusammenarbeiten. Der im Prinzip sagt, ich will aber nicht, ich habe alles falsch gemacht, gut, ich bin ein Opfer, sind in der Regel nicht meine Mandanten. Nee, denke ich auch. Super, Holger, danke, dass du da warst. Danke für dein geteiltes Wissen. Danke. Gerne. Danke für all die geteilten Sachen und das ganze Wissen hier, was du jetzt hier schon mal hier gelassen hast. Ja, und ich würde einfach sagen, wer auf den Geschmack gekommen ist, oder ist vielleicht der falsche Ausdruck bei dem Thema, aber wer mal Probe sterben möchte, wer es mal versuchen will, und wer sagt, zum Glück ist es nur eine Probeinsolvenz, alles klar, die machen wir mal. Mhm. Aber im Ernst, wer sich mit dem Thema einfach nochmal ernsthafter auseinandersetzen will oder einfach sagt, hey, ja, ich weiß, wir haben viel geregelt, aber vielleicht noch nicht in dieser Gänze oder irgendwie das alles koordiniert miteinander, sondern viele Einzelmaßnahmen getroffen sind, dann meldet euch bei Holger, nehmt Kontakt zu ihm auf, er hilft euch gern. Ja, er spricht auch die Sprache eines Autohändlers im Zweifel. Ne? Genau, ich spreche autisch. Autisch. Alles klar, also vielen Dank. Ich wünsche euch was. Bis nächste Woche. Ciao. Tschüss. Jo, das war nun das Ende des Interviews mit dem Livestream-Interview mit Derek Finke, dem Spezialisten für Autohäuser. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, würde ich dich bitten um eine tolle Bewertung auf iTunes und oder Spotify. Schreib ein paar schöne Sätze, bitte 5 Sterne, denn dann wird dieser Podcast weiter, schneller verbreitet und gefunden. Und wenn dir dieser Podcast gefallen hat, darüber hinaus wäre es schön, wenn du ihn an deine Freunde, Bekannten, Arbeitskollegen weiterleitest und vor allen Dingen, wenn deine Freunde, Bekannten, Arbeitskollegen oder Chefs sogar unternehmerisch tätig sind, dann bitte auf jeden Fall dieses Interview weiterleiten, denn da sind sehr, sehr viele Fragen angerissen worden, Fragen gestellt worden, die für jeden Unternehmer sehr, 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 sehr wichtig sind. Und für manch einen ist mit Sicherheit etwas Neues mit dabei. Im Extremfall gibt es nur das bestätigt, was man eh schon wusste. Aber dann gibt es wichtige Sachen, die hier bestätigt wurden. Das sind halt wichtige Sachen, die hier bestätigt worden sind. In dem Sinne, alles Gute, dein Holger.